Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einer brandneuen Folge Resident Evil Biohazard. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Euer Transec für euch wie immer am Mic. Ja, heute geht's weiter hier. Ich habe schon ein klein wenig vorgearbeitet, wie ihr hier sehen könnt. Ich habe mir noch den zweiten blauen Hundekopf besorgt in einem Eilverfahren. Und zwar muss man dafür das Uhrenpendel einsetzen hier im Nebenraum. Ja, so sehr viel mehr möchte ich aber auch nicht verraten. So ein bisschen was, ich will hier auch nicht zu hart spoilern für Leute, die das Spiel noch nicht durchgespielt haben. So, heute geht's weiter. Ich möchte mir natürlich gerne noch die Flinte holen. Und dafür brauche ich den Skorpionschlüssel. Ich bin auch schon ganz kurz in dem Raum oben gewesen. Ich habe natürlich wieder zu wenig Inventarplatz gehabt. Deswegen gehen wir da jetzt nochmal rein. Ihr habt also nichts verpasst hier, nichts Wichtiges. Heute geht's weiter. Auch Munition ist wieder am Start. Man kann ja die Munition ja umformen zu extrem heftiger Munition hier. Und das habe ich natürlich auch getan. So, durchschlagskräftige Munition. So ist es richtig ausgesprochen. So, jetzt aber weiter geht's. Ich wünsche euch viel Spaß. Ganz lieben Dank schon mal vorab für eure Daumen und eure Comments. Und ich hoffe, dass ich dem blöden Bäcker jetzt nicht wieder über den Weg laufe hier. Wir müssen hier jetzt auf jeden Fall raus. Ja. Oh, ich halte das nicht mehr aus mit diesem Typen. Ich muss hier raus. Raus, 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 raus. Durch. Weg, 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 weg. Und hier hoch. Hoffe, dass die Sacknaht hier jetzt nicht gerade lang streunert. Ich glaube, hier muss ich jetzt rein. Und da hinten müsste irgendwo dieser blöde Billardraum sein. Damit ich mir meine Flinte endlich holen kann. Genau. Da ist schon meine Tür geöffnet. Das ist die defekte Flinte. Genau. Die nehmen wir. Und ich muss dann. Oh. Shit, shit, shit. Wo muss ich jetzt noch lang? Ich muss in diesen. Ah, ich muss ja wieder nach unten, ne? Ich muss rüber. Ich muss hier durch, glaube ich. Genau. Nee, hier gehe ich ja wieder zurück. Shit. Nee. Oh. Ich glaube, der kommt. Weg. Shit, shit, shit. Jetzt habe ich mich hier gerade wieder verhaspelt. Das war der Billardraum. Das war falsch. Und hier geht's. Das ist das Bad. Ah, oh, shit. Muss ich außen rum oder wo muss ich denn noch lang? Mich hier wieder Ich verhasst. weiß nicht, was hier. Fuck. Shit. Shit. Oh, wow. Shit. Wow, ich renne hier runter. Es ist vorbei, Junge. Shit, wo ist die? Okay, mach, was du willst. Oh, er ist weg. Oh. Shit. Da ist er. Er sieht mich jetzt gerade nicht. Jetzt hat er mich gesehen. Scheiße. Wow. Ich laufe jetzt gerade so ein bisschen im Kreis rum. Shit. Vor Aufregung ganz vergessen, wo ich jetzt noch lang muss. Hier kann ich doch auch noch was. Ich hatte doch noch einen Dietrich. Genau. Du bist jetzt Teil der Familie. Oh! Shit!
Wow, 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 wow. Ich wollte doch noch das Schloss aufmachen. Oh. Oh, die alte Akku-Zecke. So, ich gehe hier mal wieder raus. Mach mal. Was ist da drin? Gib alles her. So. Oh, so, das haben wir. Shit, 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 shit. Wo ist denn die Ratte? Da. Wow! Shit! Oh, nee. Nee, 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 nee. Ich musste, glaube ich, hier irgendwo. Der ist abgeschlossen. Shit. Schlangenraum. Ja, dann muss ich hier irgendwie weiter. Genau, ich muss ja nach unten. Oh, ja, richtig. Ich muss ja unten lang. Hier ist auch meine Flinte. Ah, jetzt habe ich's, jetzt habe ich's. Nimm mir die Flinte, nimm die Flinte. Warte mal. Ich muss erstmal hier das. Die Flinte. Nehmen, Objekt. Ach nee, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich wieder ein Objekt zu viel. Aber ich habe doch den Dietrich nicht mehr. Das Messer kann ich nicht wegschmeißen. Flintenmunition. Ah, muss ich wieder was ablegen, ne? Das kann doch wohl nicht mehr wahr sein. So ein Ärger. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Was habe ich hier? Das ist Zerlegungsraum, Schlüssel, das brauche ich alles. Das Messer kann ich auch nicht wegpacken. Oder schmeiße ich das Messer weg? Ah, ich habe hier so Taschenmesser. Wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt echt keinen Bock. Ah, muss ich da nochmal wieder rüber? Okay. Machen wir das so mal eben. Muss ich da mal eben in den sauren Apfel beißen? Kann ich bei der Gelegenheit. So, jetzt bin ich hier in diesem Raum. Jetzt muss ich durch den. Das ist der Krähenraum. Da muss ich durch, genau. Dann komme ich rüber. Hä? Jetzt bin ich wieder zurückgegangen. Momento. Ah, oh, hier kann man sich aber echt verlaufen. Da, genau. Das ist der Skorpion-Schlüsseltür. Und hier kann ich jetzt mal eben was ablegen. Zack, so. Ich habe keine Ahnung, was ich hier noch ablegen soll, weil ich brauche das eigentlich alles. Lege ich die Pistolenmunition ab. Alles andere brauche ich, glaube ich. Oder ich lege das Messer ab. Kann ich das Messer auch ablegen? Ja, das Messer kann ich auch ablegen. Okay. Kommt das Messer erstmal weg. Und wieder zurück. So, und dann mit der nächsten Folge muss ich dann schon wieder in den Keller. Okay, und wieder zurück. Jetzt holen wir uns nämlich die Flinte. Da ist der Elch. So. Hier wieder zurückschleichen. Hier sind gar keine Maden mehr. Sonst sind hier immer diese Maden gewesen. So. Und jetzt schon vorsichtig, dass der Idiot hier nicht wieder irgendwo rumschleicht. Gut. Aber jetzt. Jetzt geht die zu. Und ich habe ja die andere ja zum Rauflegen.
das jetzt? So, ich habe jetzt die richtige. Ich muss doch die andere jetzt rauflegen. Ach, ist das diese hier? Die hat keinen Schuss. Wie lege ich die da jetzt rauf? Objekt benutzen. Geht nicht. Objekt kombinieren, untersuchen, wegwerfen. Moment. Die habe ich doch jetzt. Jetzt kann ich die erstmal durchladen. Kombinieren mit der Munition. Ich habe doch Schrotflintenmunition. Wieso kann ich die dann da jetzt nicht rauflegen? Genau, die kann ich da rauflegen. Ha, jetzt haben wir's. Okidoki. Okay. Und wieder weg hier. Das haben wir geschafft. Sehr schön. Ich würde sagen, kann man mal eben ganz flink speichern. Da kann man auch noch rein. Wir brauchen ja auf jeden Fall noch einen Hundekopf. So. Hier sind wir erstmal in Sicherheit. Verstehe jetzt nicht, wie man Flinte, die müsste man doch kombinieren können. Das geht nicht. Das ist ja unfassbar. Ist das die falsche Munition oder was? Munition für die Flinte. Jede Kugel ist randvoll mit Schrot. Das geht nicht. Vielleicht muss ich die... Ach, ist ja... Ist ja geladen. Ach, hat er schon reingeschmissen. Alles klar. Okay. 13 Schuss. Läuft. Okay. Super. So, 2 freie Plätze habe ich. Jetzt könnte ich eigentlich das Messer wieder mitnehmen. So, gib mir mal das Messer her. Skorpionschlüssel brauche ich. Messer. So, Messer. Mal wieder rein. Da ist das Messer wieder. So, jetzt haben wir noch einen freien Platz. Ich hoffe, dass das richtig war. So, jetzt. Okay. Mir fehlt natürlich noch ein Hundekopf. Ich sollte vielleicht vorsichtshalber die Pistole erstmal nehmen. Ich glaube, die Flinte brauchen wir noch. Wo ist dieser blöde Zerlegungsraum eigentlich? Da ist er. Den haben wir noch gar nicht entdeckt. Krematorium. Bin ich jetzt hier richtig? Mal im Gucken. Ja. Jetzt müsste ich links rum. Die Treppe. Gucken. Ja, okay. Von der anderen Seite verschlossen. Den kriege ich so nicht auf. Okay. Wo bin ich? Hier bin ich jetzt. Das ist...
nicht richtig eigentlich. Nee, so laufe ich in die falsche Richtung. Da ist richtig. Da war ich auch noch nicht drin. Da muss ich zur Treppe, okay. Ah, oh, shit, 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 shit. Ja, das ist richtig. Jups. Jups, jups, jups. Da ist die Treppe. Und ich hoffe... Ach, hier habe ich wieder nicht die richtigen Schlüssel, ne? Shit. Oder? Der geht nicht. Brauche ich irgendwie den Schlangenschlüssel? Hm, ich dachte, da könnte ich jetzt mit rein. Das ist ja doof. Ich habe einen Schlüssel für den Zerlegungsraum, komme da aber nicht rein von hier aus. Leichenhalle. So. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich noch irgendwo. Ups. Oh, ich bin so dermaßen angespannt. Meine Lieben, wir machen hier einen Cut und wir sehen uns in der nächsten spannenden Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen wie immer. Haut rein, macht's gut, bis dann und ciao.